Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück. Dieses Weizen ist nämlich gewachsen. Zurück zu Let's Play Tugesa Minikraft. Ich verteile ein paar Gehirne an euch. Bin aber hier oben, wie willst du das machen? Das ginge ganz einfach, hätte ich die Möglichkeiten dazu. Hättest du die Möglichkeit, dieses Hirn an einen Pfeil zu binden und ihn hier hochzuschießen? Ich kann auch einfach einen Pfeil nach oben schießen. Toll. Ohne das Gehirn. Klingt doch nach einem Angebot, Dennis. Ja, toll. Hätte so. Aber nachdenken. Jetzt guckt es mich wieder an. Ja, du kommst immer näher. Ich weiß, dass du das, was du machen willst. Ja, du willst ein paar Schlappen raushängen lassen und das Gesicht ziehen. Dann schlüpft sie mir das Gesicht. Hund in der Aufnahme. Dieser Hund in der Aufnahme. Ja, jetzt schon zum dritten Mal. Und da ist er schon wieder. Jetzt spielt irgendwer in der Tür rum, auch gut. Ja, auf oder zu? Ich weiß mein Haus, aber ich hab keinen Bock mehr. Oh, verdammt, das hört genau hier auf, an diesem einen Block da. Das möglich? Jesus, hört hier auf, Lukas. Ja, das ist schon vorbei. Ja, das hört da auf. Das ist natürlich nicht so geil. Ich bin ein Rallye-Auto. Ich bin auf die Idee, dass ich bin da. Also praktisch, ja, also dann aber auch eine Ebene höher, oder auf der hier Ebene. Oh, Entschuldigung, ich hab vergessen zu lachen. Ja, eine Ebene tiefer wäre eigentlich besser. Ja, dann eine Ebene tiefer. Dann machen wir nämlich da in die Ecken hier. In die Ecken da, in die Ecken dort, Ecken gespart. Okay, 100 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus. So, jetzt machen wir mal hier hin, praktisch da, wo die Dispenser das Wasser platzieren will. Und dann wird das Ganze so aussehen. Und dann können wir eigentlich auch so tun, als würde das hier was bewirken. Was hat das für einen Sinn, die Tür zuzumachen? Was? Nee, wo? Nicht lustig. Ja, ist klar. Das ist schon bitte nochmal. Ja, jetzt können wir das hier ein bisschen erweitern. In welche Richtung denn? Soll das hier vor. Ich hab keine Ahnung, wenn hier so ein Feld ist. Ja, das soll natürlich aussehen. Das soll natürlich aussehen. Dachte ich. Checker, wir grenzen das dann hier so ein bisschen ein. Achso, du meinst so mit Baumstämmen oder so und dann mit Zäunen drauf oder mit Steinen und dann Zäune drauf? Ja, wir schauen erstmal, wie weit wir das in die Richtung hier erweitern könnten. Aha. Bis hier vorne zu diesem Sammelpunkt. Beziehungsweise, wenn wir hier die großen Sammelpunkte haben, dann kriegen wir sogar noch 4 Plätze mehr für Weizen. Oh, das hier, das kann man einen noch nach außen machen. Dann läuft es halt nur hinten in die Ecke, ne?
Ich weiß ja nicht, das sieht ja irgendwie komisch aus. Man könnte natürlich auch. Ich will unbedingt, dass hier das mit diesem Fluss umleiten. Das muss unbedingt sein. Was wäre denn, wenn, ne? Und so. Ja, das klingt doch toll, ne? Richtig, deswegen. Was denn hier überhaupt vor? Oh. Moment, warte, warte. Um dann da was draus zu machen, müssen wir es dann praktisch nochmal einen tiefer fließen lassen. Wir müssten so und so viel machen, ne? Wir könnten aber auch ganz einfach das jetzt so machen. Blub. Blub, ne? Warte, warte, warte mal. Weil fließt das? Mach mal hier zu. Wie weit fließen das in die Richtung hier noch weiter? Okay, hier ist Schluss. So, wenn ich jetzt mir jetzt praktisch hier ein Loch reinmachen und hier ein Loch reinmachen, dann fließt das zum ersten. Ja, und bleibt dann, hört dann da auf. Das heißt, ehrlich gesagt, ist das, dass da unten rauskommt. Wird der Kanal offen sein? Und wir lassen die dann hier auch noch rausfahren. Genau, dass wir dann hier auch noch zwei Pistons hinsetzen, die dann später sich öffnen und das ganze Kanal. Die kommen dann hier raus. Genau, dass wir dann schon wieder so einen Kanal haben. Dann fließt das Ganze so. Also die kommen hier, das heißt, hier machen wir, ich versuche das Ganze mal irgendwie ein bisschen schick zu machen. Vielleicht so. Ich da war so eine Maus bewegen. Geh mal. Warte mal. Hier nochmal zwei Schleimballs. Zwei. Wir werden es nochmal bei Pistons. Machen wir das da mal zu. So, wo müssten die... Geronimo! Oh! Also praktisch... hier und... hier. Oh. Jetzt muss ich das Redstone nur noch gerade hier so einmal um die Ecke legen. Oh, Entschuldigung. So, Cobblestone. Cobblestone. Tack, tack, tack. Redstone. So. Dann können wir das wieder auffüllen. Wo? So, so. Lol. Otto, alle ab. Ey, guck mal, hier ist so ein Hühnchen, Hühnchending. Jetzt töte den Zombie, ohne das Hühnchen zu töten. Warte, ich will gucken. Kann ich überhalten? Klar. Warum nicht? Ich laufe mit dir mal ein paar Runden, ne? Hallo. Los. Hallo. Oh Mann, ich hab den Zombie geschlagen. Au, bist du bist du? Ja Mann. Au. Ja, nur noch ein Schlag.
Yeah! Du hast das Hühnchen befreit! Hallo Hühnchen! Bist frei! Flieg! Guck nicht so. Aber das Gefühl, das bringt so gar nichts, wenn es hier ist. Rote! Habt den Delay vergessen? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Interessant. Oh, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper. Nee, der fällt hier runter. Nein, der ist erstmal auf mich fixiert. Er sucht Liebe. Wow! Nicht um den Thron hochgehen. Oh oh. Ja, Wasser. Hallo. Findest du das jetzt komisch, Zombie? Findest du das lustig? Alter, hier ist irgendwo ein Nest. Ja. Richtig, wenn du einschlägst, kommt nämlich aus dem Umkreis von 64 Blöcken. Alle anderen sind nicht auf. Ja, die kommen dann zur Beerdigung. Mhm. Übrigens, mein Spanischlehrer hat Schluss gemacht mit mir. Was? Ja, aber immerhin persönlich. Er hat mit uns allen Schluss gemacht. Was, mit dir auch? Ja. Ich hab mich betrogen. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Okay, mal ein bisschen Background-Info, bitte. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt einfach mal so sagen kann, während dem Let's Play. Ich liefere dir, die Infos was habt ihr nach für Sachen gemacht? Nein, ich liefere dir die Infos nach dem Let's Play. Fertig. Was wollt ihr denn jetzt machen? Kann mir mal jemand Tipps geben, was ich hier in die Ecke machen kann? Du kannst mal in die Mine gehen und ein bisschen Gold sammeln, das wäre super duper von dir. Kannst du mich mal Gold machen? 400 Euro. Lass euch nochmal farmen! Gold? Ich hab Eier. Geht das ist schön, hab ich auch. Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Gold farmen. Jetzt! Oh, da 400 Euro. So. Ich bin eine super Hilfe, ne? Mann, bin ich gut. Nein. Wow, wie kommt jetzt Wasser? Wasser, Mars? Ja, das befürchte ich nämlich auch. Irgendwie komisch aus. Aber egal, erstmal lassen wir das. Nein. Oh. Bleibt die Form des Feldes ja, so? Ja, nicht. Nee, überhaupt noch vor. Okay, immer noch viel zu früh. Viel, viel, viel zu früh. Hallo. Ich würde die Eis sich gleichzeitig öffnen lassen, sodass sie erst halt viel später aufgeht. Ja. Yeah. Kannst du es nicht noch später machen, bei die gleichzeitig? Er hält sich jetzt wie super schlau. Ja, bist der starke Macker von nebenan, wa? Ich dir einen auf den Schlitzer machen, hä? Schlitzdown! Ja. Wir können noch die zwei dahin. So, es funktioniert ja, ne? Mhm. Geht auf und dann fließt es da und dann geht es auf. So, und was passiert dann, nachdem das aufgegangen ist? Da kommt ein Creeper von hinten. Wow! Jetzt explodiert ein Creeper hinter mir, okay. Und dann. Und dann explodiert ein noch einer. Nein, dann habe ich keinen Plan, weil dann habe ich noch nicht weitergespielt. Und dann baut sich, ich glaube, dann baut sich ein Verrückter irgendwie ein abgefahrenes, spaciges etwas da über diesen Wasserrad. Ja, warte mal, das Wasserrad, das muss ich ja eigentlich die ganze Zeit drehen, oder? Weiß ich nicht. Nur wenn das Korn gemahlen wird.
Willst du nicht in ein tiefer ins Wasser? Obwohl, ich weiß nicht. Dann kommt das, glaube ich, nicht bis ganz hinten hin, beziehungsweise hinten die zwei fehlen. Ja doch, das geht dann schon. Sicher. Ich will ja stören, aber hat jemand was zu essen? Ich hätte da so ein... Ja, ich hab was zu essen. Warte, springst du vorbei. Nein. Geht aufs Haus. Guck das mal an. Das ist lieb. Willst du mir dann auch noch einen Tipp geben, was ich in die Ecke machen kann? Kann ich machen. Wenn du das Wasserrad hin zu, einen tiefer setzt, dann fließt das Wasser einfach nur einen weiter, aber dann hat's keinen Bock mehr. Es fließt einfach nur einen weiter über dieses Loch drüber und dann... Nee. So. Da in die Ecke. Da. Ah. Hier? Ja. Wie sieht das aus? Ich? Wie das aussieht? Ja. Hast du jetzt einfach nur den Block verschoben oder was? Nein. Moment, ich baue dir da jetzt was hin. User joined your channel. Ach du Scheiße. Ach, wen haben wir da? Guten Tag, ja. Enrico. Guck dir. Stimmt, wir sind eigentlich im falschen ja, Channel. Ja, ich bin voll gerade so auf. Nee, was zocken wir? Minecraft. Ja, momentan Minecraft. Bitte. Guck mal, Aktion, wir wechseln alle den Channel. User disconnected from your channel. Okay, Clubmark und alle den Channel wechseln in. Wo ist es denn? Da ist es. Minecraft und Gruppenwanderungen. Ich finde das Programm nicht. Jetzt. User left your channel. User left your channel. You were moved. Okay, Lukas wird einfach rüber. Der sich irgendwie gemutet hat. Nee, doch nicht. Was? Ich hab nichts gesagt. Los hier. Ich hab nichts gesagt. So, da. 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 Das nicht. Da. Kamin werden soll, kannst du knicken. Da fuckt meine Bude ab. Hm? Das ist kein Kamin. Aber das soll kein. Eine Skulptur. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Toll. Es ist gerade entstanden. Es ist Kunst. Es ist moderne Kunst, schließlich hab ich es gebaut. Ja, toll. Na, wenn du es so sagst, dann ist es wieder abwehr. Nein, komm, geh. Ich weiß deine Arbeit wirklich zu schätzen und ich glaube, ich lasse es auch stehen, weil ich sonst nichts anderes weiß. Oh, ich hab eine Idee, ich weiß, was da fehlt. Ich weiß, was da fehlt. Kommt da so eine Redstone-Fackel, die kommt ganz oben drauf. Oh, jetzt kommt's. Hier schaut der Torte. Hab ich das noch? Hab ich noch? Hab ich noch? Lass mich davon mal ein bisschen was haben. Mit einer Treppe, wo ist meine Treppe hin? Davon habe ich noch was, das ist gut, das ist sehr gut. Auf der Suche nach der verschollenen Treppe, wo ist sie hin? Weiß ich nicht. Keiner weiß es. Hoffentlich schauen wir da unten noch ein bisschen was davon. Bitte, wir müssen davon noch was haben, sonst kann ich die Skulptur nicht vollenden. Nein, nur einer, ich brauche noch vier, ich brauche noch, ja, noch vier, noch zwei, noch drei, noch drei, noch drei. Was du? Nix, das siehst du gleich. Da hinten ist das. Meine Erlösung. Ja, da ist ein Creeper. Vielleicht. Bam. So. Und dies und dies und jenes nicht zu vergessen. So. Ach, da ist die Treppe. Ist aber schön, dass du da eine Treppe hast. Wer hat eigentlich das O da hingesetzt? Ach, das war ja ich. Wollte nur sagen, das sieht scheiße aus. Soll, glaube ich, moderne Kunst darstellen, aber die ist scheiße. Der ist ja von mir, ne? Ja. Aber deine Kunst hier. Ja, aber die Kunst. Oh, 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 das Kritiker hier. Hat das gewisse etwas von Scheiße? Ja, ja, das gewisse etwas Scheiße. Muss immer da sein. Weil sonst wäre es ja scheiße. Aber hier den Gang finde ich irgendwie cool. Gut gelungen. Wenn es ein bisschen. Nein, oh, oh, nein. Doch. Boah, ich bin so stolz auf dich. Das sieht noch nichts aus. Da muss was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt ein dezenter Farbton so. Mach doch ein Bild da rein oder so. Nein, nein, ich glaube, da fehlt noch was Rotes. Oh.
soll. Was war hier? Etwas Rotes packen wir mal TNT hin, ja, es ist doch rot. Warte mal. Du meintest ein Bild. Ja, aber das ist doch viel zu klein. Nein, das ist auch doof. Oh nee, lass, bitte, ich hab die Idee. Okay. Ich brauch, Gott. Ich brauch eine Idee. Nee, ich brauch. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Oh, ich weiß, was es wird. Nein, ich weiß, was es wird. Nein, ich weiß, was es wird, warte. Chillt mal beide, ey. Jetzt weiß ich, was es wird. Die Erleuchtung. Die beste Idee ever. Hast du eine Truhe? Nein, da wollte ich eine Karte hin. Das ist ein Kleiderschrank. Der ist sogar begehbar. Oh, okay, ich komm jetzt auch mal gucken. Ihr scheint Spaß zu haben. Okay, deine Idee ist auf jeden Fall besser. Okay, was ist hier los? Ich hab einen Kleiderschrank. Guck! Und der sieht gar nicht mal schlecht aus. Aber ich bin auch der Meinung, dass da etwas rot fehlt. Ich geh mal da weg, ich muss noch ein bisschen rot hinsetzen. Aber bitte nicht mit Feuer. Mit Feuer spielt man nicht. Ey, ich hab ne Idee. Komm, wir machen hier mal eine Pressure Plate hin. Damit man direkt in den Schrank gehen kann. Wie wär's hier? In der Ecke? Da machst du dich doch bestimmt auch Dennis gut. Dennis, du bleibst. Stell mal vor, das wär ne eine Trap Chest gewesen. Dennis, du brauchst unbedingt noch einen Sprit hier oben. Ey, du kannst. Komm hier hoch. Warte. Willst du mich runterschlagen? Ich will erstmal was gucken, wie sieht das aus? Nee, die vorher war besser. Nimmst du die hier? Ja, die fand ich jetzt irgendwie besser. Lukas! Ja. Aber ich weiß, was ich hier hin soll. Das Kripo. Ist schön, behalte sie für die nächste Aufnahme, denn ich mache hier wieder einen Cut, weil die Folge hat wieder, ich glaube, eine halbe Stunde mittlerweile. Dezente Überlänge. Mach jetzt raus. Zwei raus? Hä? Ich mache da nur eine draus. Bei halben Stunden, meine ich. Mach einfach. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.